Ich glaube, wir haben jetzt alles dazu gesagt, ehrlicherweise. Und die hätten wir gewusst, dass die Situation so entsteht, hätte Jojo hier nicht gesessen heute, weil ich ihm eigentlich diese Situation ersparen wollte. Weil Jojo sitzt hier heute, das haben wir nach Leverkusen entschieden, weil er in Leverkusen für mich sein bestes Bundesligaspiel gemacht hat, seit er bei uns ist. Und ich einfach damit auch verdeutlichen wollte, wie wichtig Jojo für uns für den Endspurt wird. Und nicht, um irgendwelche vertragstechnischen Dinge heute zu beantworten. Und ich sage jetzt, bewusst finde ich es auch gut, dass ich das jetzt sage, ich will mich jetzt auf den Sport konzentrieren. Weil diese Saison jetzt in irgendeiner Form durch solche Sachen, sich darauf nicht zu konzentrieren, sondern auf persönliche Dinge, auf Dinge, die in der nächsten Saison liegen, da kriegt jeder, der das tut, Ärger mit mir. Und dementsprechend jetzt auch ihr, weil jetzt will ich mich auf Mainz konzentrieren. Ja, was ich zu meiner Entscheidung sagen kann, ist, ja, dass ich natürlich auch mit meinem Bruder gestern darüber gesprochen habe, aber bei mir ist jetzt noch in dem Sinne noch nichts eindeutig entschieden. Ich habe ja immer gesagt, dass ich eine Richtung habe, und ich glaube, das meint Maxi auch damit, was er gestern über mich gesagt hatte, dass er halt diese Richtung weiß, weil wir uns natürlich auch drüber unterhalten, aber da noch nichts Endgültiges. Ja, das weiß ich nicht. Wenn er das mitteilen hätte wollen, dann hätte er es gestern mit Sicherheit auch getan. Das hat er nicht getan. Insofern müsst ihr noch ein bisschen Geduld haben. Das ist immer eine gefährliche Situation. Nach einer Länderspielpause, speziell wenn man vielleicht auch davor eine gute Phase hatte, kenne ich aus eigener Erfahrung. Wir waren die Wochen davor wirklich sehr, sehr gut drin. Automatismen haben gepasst, waren so eine Art Flow. Jetzt haben wir einen Break gehabt, ne, wo alle zu Recht dann auch mal abschalten konnten, was anderes gesehen haben, entweder in der Nationalmannschaft oder vielleicht dann auch hier ein bisschen runterkommen konnten, körperlich, aber auch mental, weil die Beanspruchung in den letzten Wochen, aber auch in den nächsten Wochen natürlich sehr, sehr intensiv ist. Aber jetzt wieder dieses Level von der Zeit davor wieder aufzunehmen, das ist schon nicht ganz so leicht. Ich knüpfe an das, was Frank sagt. Das alles ist komplette Makulatur. Du warst 10 Tage raus, weitestgehend als Mannschaft. Wir werden heute das erste Training haben, wo alle wieder dabei sind. Dementsprechend ist es jetzt unsere Aufgabe, und das werde ich den Jungs auch gleich nochmal sagen, uns wieder in diesen Zustand zu versetzen. Also, dass wir das fußballerisch können, dass wir in der Lage sind, das Heimspiel gegen Mainz zu gewinnen, wenn wir unsere Leistung bringen. Ich glaube, dieses Selbstvertrauen dürfen wir haben, aber unser Fokus muss dem gelten, dass wir wieder unsere Leistung bringen. Und das ist schon eine gefährliche Ausgangslage, weil ich mir auch absolut sicher bin, dass Mainz die Pause für sich so genutzt hat, dass sie hier auch mit Schaum vom Mund auftreten werden. Ich glaube, dass wir für uns nach jedem Spiel das Gefühl haben müssen, wir haben keine Fehler gemacht im Sinne von, wie sind wir in das Spiel gegangen, haben wir wirklich alles dafür getan, was wir immer probieren. Aber jetzt kommst du halt in so eine Phase rein, wo du auch, ich habe das ja schon ein paar Mal gesagt, du musst nicht mehr viel deuten. Und da ist es ja auch, muss man ja auch einfach sagen, ein Heimspiel gegen Mainz sollten wir gewinnen, wenn wir Richtung Europa wollen. Wir spielen jetzt als Verein das erste Mal seit sehr langer Zeit, gehen wir aus der letzten Länderspielpause raus und spielen komplett um unsere Saisonziele. Wir sind noch im Pokal dabei und wir spielen um Europa. Und worauf ich hinweisen will, ist, dass jetzt einfach nicht mehr, jetzt gibt es auch, wir haben, glaube ich, mal vor Monaten, haben sie mich mal gefragt, ob man da nicht einen Burnout kriegt, wenn man die ganze Zeit sich fokussieren muss. Deshalb haben wir jetzt eine kleine Pause gemacht, aber jetzt gibt es auch keine Luft mehr zu holen. Jetzt holen wir das nächste Mal Luft, wenn die Saison abgepfiffen ist.